Kannst du mit deinem kompletten Home-Recording-Studio auf Reisen gehen? Und warum zum Henker solltest du sowas überhaupt machen wollen? Das klären wir gleich in diesem Video. Hallo, ich bin Martin von songwriteronline.com. Heute melde ich mich aus Frankreich, aus der Nähe von Straßburg. Denn hier starte ich meine kleine Europa-Tournee und zwar mit meinem kleinen Home-Recording-Studio bzw. Pre-Production-Studio. Warum kommt man jetzt auf die Idee, mit seinem Home-Recording oder kleinen Produktionsstudio auf Reisen zu gehen? Die Idee ist mir schon länger gekommen, als ich mich vor knapp drei Jahren mal mit einem guten Freund unterhalten habe, der sehr viel als Tourmusiker arbeitet, der aber auch ausgebildeter Toningenieur ist und der sich auf Masterings spezialisiert hat. Und er war als Musiker natürlich immer viel auf Tour. Und konnte dann immer nur, wenn er Tourpausen hatte, dann für seine Mastering-Kunden arbeiten. Und er hatte ein schönes Mastering-Studio, sogar mit eigener Bandmaschine und massenhaft Outboard-Gear. Aber das Problem war, er war wie gesagt viel auf Reisen und seine Kunden waren immer nicht besonders erfreut, wenn er dann 6, 7, 8 Wochen unterwegs war und sie so ewig auf ihr Master warten mussten. Und dann hat er sich überlegt, kann ich das irgendwie anders machen und hat sich mit vielen Leuten unterhalten und irgendwann hat ihm mal einer gesagt, hey, du kannst nur auf einer Seite stehen. Entweder du bist Tourmusiker oder du betreibst eben dein Mastering-Studio. Beides geht nicht. Und da hat er sich gefragt, stimmt das wirklich? Geht das überhaupt nicht anders? Kann man das überhaupt nicht zusammen verbinden? Und dann hat er einfach die Probe aufs Exempel gemacht. Er hat sich hochwertige Mastering-Plugins gekauft und hat dann als Pilotversuch einfach mal im Hotelzimmer, wo er jeweils war, dann die Master für seine Kunden gemacht. Er hat also seinen Laptop mitgenommen und im Hotelzimmer am Laptop gemastert. Rein mit Plugins, also nur mit Plugins, natürlich Bandmaschine kann sie schlecht mit in die Suite im Hotelzimmer schleppen, also rein mit Plugins gemastert und siehe da, keiner seiner Kunden hat sich beschwert, alle waren mit dem Ergebnis hochzufrieden und seitdem mastert er jetzt im Hotelzimmer und ist gleichzeitig auch noch relativ gut gebuchter Tourmusiker, also es geht beides zusammen und da habe ich mich gefragt, kann ich das nicht auch machen, weil ich ja auch sehr gerne reise, aber wenn du ein Tonstudio hast, also ein Tonstudio habe ich jetzt nicht ein richtig großes, ich nenne es mal Pre-Production-Studio, kann ich das nicht auch einfach mit auf Reisen nehmen, weil ich reise gerne, aber es ist auch immer schwierig, wenn ich Arranging-Jobs habe oder sonstiges, dann brauche ich eine Gitarre, ich spiele viel über mein E-Schlagzeug ein, dass ich dann über Addictive Drums trigger und ich Produktion für Kunden mache und das ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt, das kann ich nicht alles mitschleppen im Auto oder ich brauche ein größeres Auto, aber das kann man ja dann auch nicht immer alles aufbauen in einer neuen Wohnung oder im Hotel. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte es mal probieren und ich versuche mein Home-Recording-Studio oder mein Pre-Production-Studio so zusammenzuschrumpfen, dass ich es tatsächlich in ein Auto packen kann. Und das oberste Gesetz hier lautet die maximale Minimierung. Ja, ich nenne es mal maximale Minimierung für deinem Pre-Production-Studio oder für deinem Home-Recording-Studio. Das heißt, ich reise mit möglichst leichtem Gepäck. Also alles, was ich dabei habe oder mein Recording- oder Musikproduktionsstudio besteht jetzt eben aus meinem Mac, inklusive Maus und Tastatur natürlich, einem MIDI-Keyboard, einem Audio-Interface, das ist das Apogee One, quadratisch praktisch, passt in die Hosentasche rein, ein paar Kopfhörer zum Mischen. Es ist natürlich klar, ich kann nicht jedes Hotelzimmer oder jede Airbnb-Wohnung, in der ich wohne, kann ich nicht mit akustischem Treatment versehen. Ich kann nicht irgendwelche Absorber über den Küchenabzugshaube kleben und es jedes Mal neu einrichten. Das heißt natürlich ganz klar, Mischen und die komplette Musikproduktion läuft natürlich über Kopfhörer ab und über Waves NX1, das mir die Räumlichkeit simuliert und das ich ziemlich erfolgreich und ziemlich lange auch getestet habe. Und also das ist klar alles über Kopfhörer und was ich dann noch habe, sind zwei externe Festplatten, eine fürs Backup und eine für Sounds und Projekte. Das ist alles, was ich jetzt mitnehme und was ich habe und natürlich ein bisschen Softbox fürs Licht und ein, zwei Mikros für YouTube-Videos hier für euch. YouTube filme ich nur über mein Handy, große Kamera nehme ich auch nicht mit. Ich habe es versucht, so gut wie möglich zu minimieren. Ich habe das vor 2 Jahren mal getestet auf den Kanaren schon für 6 Wochen. Also ich springe jetzt hier nicht ganz ins kalte Wasser. Ich habe auf den Kanaren mein Home-Studio mitgenommen. Da habe ich allerdings meine E-Drums mitgenommen und sogar eine Gitarre mitgenommen, eine E-Gitarre, die ich dann
über virtuelle Amps eingespielt habe. Das habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Gitarre ist nicht dabei, E-Drum ist nicht dabei. Drums programmiere ich über MIDI-Keyboard. Da können jetzt natürlich viele sagen, oh, na, das ist aber keine das hat mit professioneller Musikproduktion nichts zu tun und so kannst du das nicht machen. Kannst du so sagen, ich sage einfach, es ist Musikproduktion im 21. Jahrhundert und es gibt viele Beweise dafür von Künstlern, die ihre EPs ganze Alben tatsächlich im Hotelzimmer oder in Home-Recording-Studios eingespielt haben und damit erfolgreich waren. Also jemand, der behauptet, das geht nicht und das ist nicht professionell, der hat meines Erachtens keine Ahnung. Aber man kann sich natürlich immer streiten, möchte ich mich jetzt nicht so festlegen. Ich werde versuchen, wieder ein bisschen mehr Videos jetzt zu machen in nächster Zeit, dann eben aus verschiedenen europäischen Ländern, immer an verschiedenen Orten. Aber es wird weiterhin genau die gleichen Tutorials geben, so wie ihr es von mir gewohnt seid. Einen Tipp hätte ich gerne noch von euch, und zwar, wer kann mir die besten externen Festplatten für Mac jetzt sagen oder allgemein, weil ich habe hier noch diese klobigen älteren Dinger rumstehen und es ist immer so ein bisschen dieser Moment, wo ich Schweißperlen auf die Stirn kriege, wenn ich in eine neue Wohnung komme oder ein neues Hotelzimmer und das wieder aufstelle, dass mir eine externe Festplatte kaputt geht und dass ich dann die Daten irgendwie wieder herstellen lassen muss, weil da liegen ja auch Daten von Kunden drauf und so weiter. Also wenn du einen guten Tipp hast für die besten, robustesten Reisefestplatten, dann wäre ich dir sehr dankbar. Ansonsten freue ich mich natürlich über deine Meinung. Was denkst du darüber? Ist das total beknackt? Wochenlang oder gar monatelang? Ich weiß nicht, wie lange ich es durchhalte oder wie lange ich es machen möchte. Monatelang mit einem Pre-Production-Studio durch die Lande zu reisen. Ist das komplett bescheuert oder ist das tatsächlich mal ein Versuch wert und ist eine spannende Geschichte? Schreib es mir mal bitte unten in die Kommentare und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und sende viele Grüße aus Frankreich.